Carshootings kennt man ja aus den diversen Internetmedien immer mit einer schönen halbnackten Frau oder einem Dessous. Ich wollte es anders machen. Ich wollte Action, ich wollte das Besondere, ich wollte verschiedene Filmgenres wie Matrix, Underworld oder Fast and Furious, John Wick zu einem Bild zusammenmixen. Und das ist das Ergebnis. Beide Models wurden von einer sehr lieben und kompetenten Visagistin gestylt, von Nadja. Sie hat in Quedlinburg ein Kosmetikstudio, das heißt Tausendschön. Für mich als Fotograf ist das ein Luxus, eine Visa am Set zu haben. Was halt immer zu bedenken ist, die Visa-Arbeit wird grundsätzlich unterschätzt, auch vom Zeitaufwand. Pi mal Daumen pro Model eine Stunde. In der Zeit hat man Zeit, das Set aufzubauen, das Licht aufzubauen, Kamera zu testen und somit erspart man den Models einfach dann auch die Testbilder und man kann direkt loslegen. Sonnenstand, das war wichtig für uns, dass wir halt wirklich auch eine Gegenlichtsituation hatten. Ansonsten ist halt Rauch nicht sichtbar und Rauch schafft Atmosphäre, Rauch schafft Dynamik, darum kam halt auch Rauch zum Einsatz. Post-Production wird halt viel mit Licht gearbeitet. Somit kamen Flares an den Scheinwerfern zum Einsatz, an den Rückleuchten kam zum Einsatz und es wurden auch in Rauch im Hintergrund Lichtstrahlen eingemalt, ganz plump und einfach mit einem Pinsel weißer Farbe. Es braucht halt immer nicht viel, um schöne Effekte zu machen. Man muss halt nur wissen, wie man sie einsetzt. Wenn es doch aber geht, war das Motto des Projektes und es ging, das seht ihr hier, viele geile Bilder sind entstanden und ich sage danke, danke, danke an allen, die daran teilgenommen haben.